Hallo und herzlich willkommen bei unserem Beitrag Perfektes Gleichgewicht. Bevor wir beginnen, möchte ich Ihnen noch etwas zu unserer Geschichte erzählen. Bei seiner Rückkehr aus China im Jahre 1927 brachte mein Vater die Theorie mit, dass eine perfekt ausgewogene pflanzliche Ernährung im Verbund mit viel körperlicher Bewegung für optimale Gesundheit und Vitalität bis ins hohe Alter sorgen kann. Er pachtete eine kleine, 2 Morgen große Farm im südkalifornischen San Fernando-Tal, wo er seine eigenen Nutzpflanzen anbaute. Später verlegte er seinen Betrieb zunächst nach Buena Park und zog dann nach Hemet in Kalifornien, wo er eine stolze 40 Hektar große Farm besaß. Am Ende ließ er sich dann hier im kalifornischen Lakeview nieder, zunächst auf 800 Hektar Land. Vor 20 Jahren jedoch wurde uns klar, dass das Land in Lakeview bald nicht mehr ausreichen und auch für unseren wachsenden Betrieb von ungenügender Qualität sein würde. So schauten wir uns in anderen Ländern nach geeignetem Farmland um. Mein Vater begann zunächst mit dem Anbau von Acerola-Kirschen auf Hawaii und Puerto Rico. Dann erwarben wir eine große Farm in einem einsamen Tal in Mexiko. Später noch eine weitere im US-Staat Washington, die größte organische Kräuterfarm der USA, und schließlich einen riesigen 1600 Hektar großen Betrieb auf der südlichen Halbkugel in Brasilien. Und das sind wir heute. 3 weit auseinanderliegende Landwirtschaftsbetriebe, dazu der Betrieb in Lakeview, wo unsere Wissenschaftler forschen und wo wir die pflanzlichen Konzentrate für unsere Produkte der Marke Nutrilite herstellen. Heute wird in der ganzen Welt geforscht und immer wieder tauchen neue Pflanzenkonzentrate auf. Um der steigenden Nachfrage zu entsprechen und unsere Vorreiterrolle auf diesem aufregenden Gebiet bewahren zu können, haben wir die vertikale und horizontale Ausrichtung unseres Geschäfts miteinander integriert. Das bedeutet, dass wir nun Farmer ausfindig machen, die genau die Pflanzen anbauen, die wir suchen. Wenn diese bereit sind, nach unseren landwirtschaftlichen Verfahren zu arbeiten, erhalten sie unser Nutri-Certified-Zertifikat. Sie liefern uns die Produkte, die wir brauchen, und wir können unser Geschäft erweitern und unsere Produkte langfristig verbessern. Es kommt immer auf das richtige Gleichgewicht an. Und wenn man das erreicht, kann man buchstäblich die Welt verändern. Man schafft das perfekte Gleichgewicht für die Farmbetriebe, für die Tiere, für unsere Geschäftspartner und die Menschen, die auf den Farmen arbeiten. Aber vor allem können wir dadurch unseren Kunden in aller Welt optimal ausgewogene Produkte anbieten. Doch nun habe ich genug gesprochen. Überzeugen Sie sich selbst und viel Spaß beim Zuschauen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Ist eigentlich irgendwie gruselig. Wie funktioniert die Natur? Wie kommt so ein perfektes Gleichgewicht zustande? Nur weil wir etwas nicht genau verstehen, heißt das nicht, dass wir es ignorieren sollten. Wäre es nicht am besten, wenn wir lernen würden, mit der Natur und den Elementen in Einklang zu leben und ein perfektes Gleichgewicht zu schaffen?
Der Wald kann uns drei wichtige Dinge lehren. Erstens, Vielfalt ist das Geheimnis, durch das die Pflanzenwelt ihr Gleichgewicht bewahrt. Zweitens, wir müssen den Boden schützen. Es gibt keinen Wald, der den Boden, auf dem er wächst, nicht schützt. Und drittens, die Architektur des Waldes. Sie besteht aus drei Ebenen, die im Zusammenspiel Licht, Luft und Wasser optimal nutzen. Wir sind, was wir essen. Und was wir essen, ist der Boden, auf dem es wächst. Wir haben Glück, dass wir den Vulkan in der Nähe haben. Ab und zu legt er eine dünne Ascheschicht über unsere Böden und reichert sie so mit Mineralien an. Für uns ist der Boden etwas Lebendiges, den man nähren muss, damit dieser wiederum die Pflanzen ernähren kann. Das Wichtigste für uns sind Ausgewogenheit im Boden und eine biologische Vielfalt, denn nur so lassen sich die Nährstoffe aus dem Boden herauslösen. In der organischen Landwirtschaft gilt die Pflanze als ein Abbild des Bodens, auf dem sie wächst. Das Besondere an unserem Kompost ist, dass jede Pflanze ein anderes Verhältnis zwischen Kohlenstoff- und Stickstoffanteilen benötigt. Wir fügen Meereskonzentrat und Seegrasextrakt oder Austernschalenpulver so dem Kompost hinzu, dass wir etwa 45 bis 50 verschiedene Varianten erhalten. Im Boden sind viele Nährstoffe so unlöslich eingeschlossen, dass sie die Pflanze gar nicht aufnehmen kann. Daher brauchen wir die Mikroben, die diese Stoffe umwandeln und für die Pflanze verfügbar machen. Pflanzen in Hochform verwerten alle Mineralien im Boden vollständig, besitzen dadurch einen optimalen Nährwert und liefern so die besten Präparate. Ich bin José Luis Valdez und arbeite auf dem Feld. Wie viele von uns wohne ich auch hier. Daher begrüßen wir natürlich den organischen Anbau ohne gesundheitsgefährdende Pestizide. Unser wichtigstes Anbauprodukt sind Zitrusfrüchte. Sie werden erst dann geerntet, wenn alle wichtigen Nährstoffe und Pflanzeninhaltsstoffe in höchster Konzentration vorhanden sind. Luzerne wächst ganzjährig in Petacal. Dadurch können wir sie zum bestmöglichen Zeitpunkt ernten. In its precise moment.
Sie behält beim Trocknen ihre Nährstoffe. Auf der Trout Lake Farm bauen wir verschiedene Kräuter an. Vorteilhaft an der Lage der Trout Lake Farm in den Cascade Mountains ist die Abgeschiedenheit, die saubere Luft und die unberührte Natur, in der wir unsere Kräuter anbauen. Dieser Berg macht Trout Lake so besonders. Diese Gletscher mahlen den darunterliegenden Fels zu feinem, löslichen Pulver, das ins Wasser gelangt. Beim Bewässern unserer Felder nähren wir den Boden mit den Schwemmstoffen des Gletschers. Unsere Farm befindet sich im Nordosten Brasiliens. Es ist eine Mischwirtschaft mit Tieren, darunter ca. 250 Rinderherden. Die Vielfalt hat einen Grund. Sie fördert das Miteinander und die Selbstkontrolle. Wir bauen hauptsächlich 5 Pflanzen an: Acerola, Kokosnuss, Passionsfrucht, Guave und Ananas. Das Hauptprodukt ist Acerola, eine sehr ertragreiche Frucht, die pro Baum bis zu 50 Kilo abwirft. Die Frucht wird grün geerntet, weil dann der Vitamin-C-Gehalt mit ca. 3,5% des Fruchtgewichts am höchsten liegt. Die Acerola ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Wissenschaft das Beste aus der Natur ermöglicht. Wir fanden heraus, dass sich der Vitamin-C-Gehalt der Acerola beim Reifen nicht nur verringert, sondern dass auch noch andere Dinge damit passieren. Durch das Erforschen dieser Prozesse konnten wir aus der Acerola-Kirsche das Beste herausholen. Wir kontrollieren Schädlingsbefall und Gesundheit unserer Pflanzen durch den Einsatz lebendiger Organismen. Wir nutzen Insekten, die sich von anderen Insekten ernähren, und zwar so, dass das Gleichgewicht innerhalb der Population nicht gestört wird. Wenn wir die Luzerne ernten, lassen wir auf dem Feld immer einen Streifen übrig, in dem sich Insekten einnisten können. Wir wollen sie nicht vertreiben. Marienkäfer fressen weiche Insekten. Das grünen Flurfliegen sind wahrscheinlich die nutzbringendsten aller Insekten. Thank you.
Unser Ziel ist eine nachhaltige Landwirtschaft. Dazu gehört neben der Konkurrenzfähigkeit auch eine ökologische und soziale Verantwortung. Wir betreiben unsere Landwirtschaft nur dort, wo wir den Menschen der Region dabei helfen können, den Lebensstandard zu verbessern. Ich bin Sandra Elena Romo Mendoza und arbeite seit 9 Jahren auf der Farm. Wir geben Nahrungsergänzungsmittel an jeden aus, der sie benötigt, und beraten Mütter zu Kinderernährung. Ich finde es toll hier, wegen der Menschen und ihrem Verhalten. Das ist das Beste daran. Nach der Schule haben wir Kinderclubs, wo die Kinder lesen und schreiben üben können. Die Kinder sind toll. Sie haben so viel Energie. Sie sind die Zukunft. Jeder Besucher, der zum ersten Mal hier auf der Nutrilite Farm ist, bewundert als erstes das gesunde Umfeld, das hier geschaffen wurde. Es soll für die Menschen hier nicht nur ein Arbeitsplatz sein. Sie sollen sich zu Hause fühlen. Die Leute schaffen sich ein positives, hoffnungsfrohes Umfeld voller Energie. Ich denke, Nutrilite-Farmen setzen schon jetzt und werden auch in Zukunft Maßstäbe für organisch-biodynamische Landwirtschaft setzen. Die Zukunft sieht positiv aus, denn biodynamische und konventionelle Systeme nähern sich in Bezug auf Nachhaltigkeit immer weiter an. Die Biodynamik ist ein weiterer Schritt über die organische Landwirtschaft hinaus. Sie ist ein in sich geschlossenes System, das die Gaben der Natur noch besser verwertet. Ich denke, die soziale Komponente wird bei der Nachhaltigkeit der Farmen noch wichtiger werden. Die Farm ist ein Teil der Umwelt, wo Menschen leben und arbeiten. Das soziale Element spielt also bei der Nachhaltigkeit eine Rolle. Ich denke, dahin geht die Zukunft der Nutrilite-Farmen. Nutrilite hat eine Vision für unsere Welt. Saubere Luft, saubere Böden, gesunde Nahrung und eine gesunde Umwelt. Das ist organische Landwirtschaft.
Wir können die Natur nutzen, in Harmonie mit den Menschen, der Umwelt und der Welt um uns herum. Und unser Leben in perfektem Gleichgewicht leben.